Die Vision eines deutschen Autobauers. Fahrzeuge von morgen, leise, umweltfreundlich, elektrisch unterwegs. Der Verkehr ist fließend, alles ist miteinander vernetzt. Doch die Realität sieht immer noch so aus. Staus, Lärm und Abgase. Seit langem tüfteln Wissenschaftler, Ingenieure und Designer an neuen mobilen Ideen. Die deutschen Unternehmen wollen bei der Elektromobilität ganz vorne mitspielen. Und auch die Bundesregierung hat sich ein hohes Ziel gesetzt. Im Jahr 2020 sollen 1 Million Elektroautos auf deutschen Straßen rollen. Nach diesem Plan müssten in diesem Jahr schon 100.000 Elektroautos auf deutschen Straßen fahren. Doch zum Jahresbeginn 2014 waren es gerade mal 12.000. Noch ist die grüne Mobilität auf deutschen Straßen ein fernes Ideal. Einige europäische Nachbarn sind da schon weiter. Zum Beispiel die Norweger. Dort erreichten Elektro- und Hybridfahrzeuge bei den Neuzulassungen 2013 einen Marktanteil von 6,1%, bei einem allerdings kleinen Markt. In den Niederlanden waren es 5,6, in Frankreich 0,8%, Deutschland abgeschlagen mit 0,2%. Und das, obwohl deutsche Autobauer intensiv forschen und viel Geld investieren. BMW zum Beispiel steckt Milliarden in die Entwicklung und Produktion von schicken E-Cars. Doch die Elektroträume der Hersteller scheinen bei den deutschen Autofahrern bislang nicht zu fruchten.